herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist halt wieder der liebe Epic. Hallo! Und Epic, schau mal, heute sind wir wieder beim Kindergarten und wir haben auf jeden Fall irgendwie die Türen aufgelassen. Und das letzte Mal haben wir einfach einen Essenswettbewerb gemacht und Ente hat auf jeden Fall gewonnen. Ich bin auch ganz weit gekommen, aber Ente hat es total übertrieben. Er wurde auf einmal kugelrund und dann musste er sich bewegen und dann konnte er nicht mehr. Dann hat er geschlafen und dann war alles wieder okay, aber das war nicht so gut insgesamt. Oh, das stimmt. Ente ist so ein großer Quatschmacher. Wir haben so läufig gegessen. Und warte mal, Katja, was machen wir denn heute im Kindergarten? Schau mal, wir haben hier was aufgebaut. Wir haben hier eine kleine Tribüne. Und wir werden heute was präsentieren. Nämlich machen wir einen Kostümwettbewerb. Das wird so nice. Moment mal, hier kann man sogar hinter die Bühne gehen, also hinter den Vorhang. Wir haben jetzt zwei Kisten jeweils auf den Seiten. Und ganz, ganz viele, naja, Kleidungsstücke drin. Von Kronen bis hin zu allem Möglichen. Wir haben ja auch ein Kuhkostüm. Hier haben wir auch noch ganz viel drin. Und hier haben wir ein bisschen weniger drin. Und hier haben wir auch noch mal sehr, sehr viel drin. Also es ist sehr interessant, vor allem die Kleinen. Ich weiß nicht ganz, was sie da anziehen und wie das aussieht. Die sind so winzig und das wird richtig doll lustig. Und Moment mal, Epic, wir können das Ganze sogar bewerten. Oh, das stimmt. Das wird so cool. Moment mal, ihr darf sich hier ein Kostüm aussuchen. Ja. Ich kann dann hier auf die Bühne gehen. Und aha, guck mal, wir können uns hier hinsetzen und die Kostüme bewerten. Das wird so cool. Oh, stimmt. Und Moment mal, ich würde sagen, wir fangen dann an, damit wir das den Kindern nochmal zeigen. Und vielleicht können wir es so machen, wir machen immer eine Runde und die Kinder machen zwei Runden jeweils. Dass man auch ein bisschen mehr sehen kann. Und oh, ich bin so gespannt, das wird so nice. Das stimmt, das wird sehr cool. Oh, let's go. Okay, warte mal, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal nach vorne, warten auf die Kinder und dann geht's schon los. Oh ja. Und hallo, Moment mal, die Kinder sind da. Oh, das wird so nice. Heute machen wir einen Kostümwettbewerb. Also nichts mehr zum Essen, keine Sorge. Wir können auch noch kurz was frühstücken gehen oben, damit alle gestärkt sind. Und dann geht es auch schon los. Los. Oh ja, ab zum Frühstück. Oh, sehr nice. Und warte mal, was gibt's denn zum Frühstück? Weiß nicht. Warte mal, ich kann mal gucken, was wir da haben. Wir hätten entweder da Pepperonis, wir hätten da Pizza. Wir nehmen ein Käsesandwich, ist auch okay, oder? Oh ja. Okay, gut. Guten Appetit, ihr drei. Und warte mal, Katja, ich setze mich hier neben dich. Oh, da hinten ist deins. Die flutschen hier mal irgendwo hin. Guten Appetit. Oh, guten Appetit. So nice. Oh, die sind so lecker. Oh, stimmt. Für mich gibt es noch ein kleines Äpfelchen. Und ich habe auch noch die ganzen Kuchen. Die könnte ich auch mal verstauen hier. So. Ja, und ein paar Äpfelchen könnte ich auch verstauen. Okay, Moment mal. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt runter und können dann den Kostümwettbewerb starten. Oh, so nice. Okay, warte mal. Ja, ja. Oh, alle sind schon richtig doll aufgeregt. Es geht ab nach unten. Oh Gott. Ente ist, glaube ich, einfach runter. Naja, nicht ganz. Runtergesprungen. Oh Gott. Okay. Warte mal, ich laufe voraus. Dann würde ich sagen, ich fange an und dann mache ich einmal ein Kostüm und dann fängst du an und dann sind die Kinder dran. Okay, warte mal. Ja, okay, ihr könnt euch positionieren. Ich mach mal was. Okay, ich sehe sehr, sehr lustig aus. Okay, seid ihr bereit? Oh ja. Okay, oh, pass ich bin mal so auf, gespannt. Auf die Plätze und jetzt. Oh oh. Katja. Ich bin, keine Ahnung, was ich bin, aber ich habe einen dicken Kopf. Du bist ein kleiner König jetzt zusammen. Ja, schon was nice. Was ist hier los? Oh, das ist echt ein süßes Kostüm. Dankeschön. Oh, so cool. Sehr lustig. So, warte mal, dann lege ich alles wieder zurück. So und so und so. Und ich sehe wieder ganz normal aus. Oh, so cool. Das hat richtig doch viel Spaß gemacht. Okay, warte mal. Als nächstes bist du dran, Epic. Ich bin sehr gespannt, wie du aussehen wirst. Und dann sind die Kinder dran. Das eigentliche Interessante. Oh, so nice. Oh, sehr cool. Okay, okay. Ich gehe mir ein richtig cooles Kostüm aussuchen. Bis gleich. Bis gleich. Okay, warte mal. Was hole ich für ein Kostüm? Oh, mach was mit, was, keine Ahnung, was Pinkes. Ich habe eine Idee. So und so und so. Moment mal, dann ziehe ich das hier an. Ich bin so gespannt. So, oh, die Kinder sind auch richtig doll gespannt. Nice. Okay, bist du bereit? Ja, bin ich. Und? Oh mein Gott. Was? Du bist eine Kuh geworden. Oh, Epic vor allem. Das sieht richtig... Oh, die Milch. Das sieht richtig doll lustig aus mit deiner Zunge. Das stimmt. Was ist denn hier los? Ich bin eine kleine Kuh. Das ist voll gut. Vor allem deine Nase könnte wirklich auch eine Kuhnase sein irgendwie. Hey. Ja, sorry. Aber es passt sehr, sehr nice.
Sehr cool. Okay, Kostüm wieder ausziehen insgesamt. So und so und so. Das kommt hier wieder zurück. So, ich lausche. Hab mich wieder umgezogen. Oh, so gut. Okay, wartet mal. Dann würde ich sagen, mit wem wollen wir anfangen von den Kindern? Mit Ente. Er kann sich als erstes verkleiden. Oh, okay. Oh je. Ente ist so ein Quatschmacher. Dann würde ich sagen, er hat jetzt Zeit, sich zwei Kostüme rauszusuchen. Und dann kann er die uns präsentieren. Oh ja. So, Ente, bist du ready? Du kennst das Prinzip mit dem Verkleiden. Okay, super, dann kannst du jetzt nach hinten gehen und dir was richtig doll Nices aussuchen. Und bitte mach keinen Quatsch. So, ich bin so gespannt, wie sich Ente verkleiden wird. Ja. Okay, warte mal. Denkst du, Katja, Ente holt sich ein lustiges Kostüm? Ich glaube, Ente holt sich ein Quatschi-Kostüm insgesamt. Der wird richtig was... Der wird schon was Gutes machen da, auf jeden Fall. So, ich bin sehr doll gespannt. Vielleicht kann ich ein bisschen luschen, aber... Ich will ihm nicht verderben. Ah, Moment mal, was ist hier los? Ente, was hast du denn da an? Moment mal, du bist ein Taucher und hast du lange Haare bekommen? Du, hä? Epic, der hat fast mein Kostüm geklaut. Was ist denn hier los? Und schau dir mal seine Schwimmflossen an, die sind ja größer als er selber. Stimmt, oh, das sieht so lustig aus. Ente, die passen dir wahrscheinlich gar nicht. Ah, Ente, das ist ja so ein lustiges Kostüm. Ach, oh. Mal mit der Krone und dem Anzug und den Flossen einfach. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich schon fast am besten. Gut, wir waren bis jetzt auch nur dran. Oh Gott, diese Flossen, die sind so Oh, sehr nice, Ente. Okay, warte mal, du kannst wieder nach hinten gehen und dir dein nächstes Kostüm raussuchen. Und warte mal, da kommt er wieder. Hä, was hast du denn jetzt an? Ja, was ist denn hier los, Ente? Ente sieht aus wie eine kleine Elfin irgendwie mit diesen... dieser Krone und allem und alles ist so lila. Oh, das sieht richtig verwunschen aus. Ente! Oh, sehr süß. Das Kostüm gefällt mir auch wirklich richtig gut. Das gefällt mir auch gut. Vor allem, das passt irgendwie so gut. Aber ich glaube, das erste fand ich besser. Okay, warte mal, Ente. Dann kannst du dich umziehen. Und als nächstes wäre dann Kira dran. Okay, warte mal. Ich bin sehr gespannt, was Kira für Kostüm haben wird. Und dann haben wir auch noch Hazel. Oh, und dann küren wir schon welche neue zu den Siegern. Oh, das stimmt. Hi, Ente. Okay, so und so und so. Oh, sehr cool. Okay, warte mal, dann ist jetzt Kira dran. Okay, los, du kannst nach hinten gehen. Oh, viel Spaß, Kira. Ich bin so gespannt, wie sich Kira verkleiden wird. Das wird lustig. Auch. Aber Ente war schon nicht schlecht so insgesamt. Das stimmt. Okay, okay. Oh, das wird so lustig, Alter. Moment mal. Oh, sehr nice. Okay, warte mal, vielleicht kann ich sie ein bisschen mit einer Angel... Was ist denn hier los? Was ist das denn? Du bist einfach ein kleiner Goldklumpen, Kira. Kira, was ist das denn für ein Kostüm hier insgesamt? Das sieht sehr interessant aus. Nicht schlecht, man sieht komplett dein Gesicht nicht. Ah, jetzt ist es besser. Oh, so cool. Das sieht wirklich richtig lustig aus. Also, mir gefällt dein erstes Goldkostüm schon richtig toll gut. Ja, ist nicht schlecht. Okay, warten wir mal ab, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Okay, aber ich glaube, ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir Entes Kostüm das erste am besten leider. Was ist denn hier los? Kira, was hast du da an? Moment mal. Du bist auf jeden Fall auch wieder so ein... Keine Ahnung, hast auf jeden Fall eine Fliege an. Was ist das bitte für ein Kopf? Was ist das? Das sieht aus wie ein Raum... Keine Ahnung, was Anzug. Das stimmt. Das ist so ein Astronautenhelm. Sieht das schon fast aus. Ah, du hast recht. Ah, das sieht... Oh, das passt so gut. Auch hier mit deiner eigenen Hose, glaube ich. Das ist perfekt. Das schlecht. Stimmt. Oh, das Outfit ist wirklich richtig, richtig lustig. Sehr cool. Also, ich muss sagen... Bis jetzt ist es mein Lieblingsoutfit. Ja, ich glaube auch. Das ist echt nice. Das sieht so süß aus an dir. Oh, so cool. Okay, warte mal. Dann kannst du dich jetzt auch nach hinten nochmal umziehen. Kannst dir nochmal alles reinlegen. Und dann ist als nächstes Hazel dran. Und sie ist auch schon die Letzte. Oh, stimmt. Ich bin super gespannt, wie sich Hazel näher verkleiden wird. Oh, stimmt, Hazel. Du bist jetzt dran. Und los geht's. Los, 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 los. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Cool. Vor allem Hazel ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen als Kaninchen verkleidet. Wenn sie jetzt gar nichts anhätte, es wäre richtig lustig, weil sie hat ja schon sozusagen eine Verkleidung. Aber ich hoffe, dass sie was richtig Nices nehmen wird aus den Kisten. Wir haben da so viel noch. Wir haben, glaube ich, auch noch keine Ahnung, was alles. Irgendwelche, Bist du ein Räuber? Bist du ein Dieb? Oh, Hazel, was ist...
Das passt ja aber gar nicht. Hazel, was ist denn das für ein Oberteil? Du hast richtig bunt gemischt. Das sind Kuhschüchen und ich darf von einem Magier so eine Robe und dann, oh nein, diese Maske da oben drauf. Und schau mal, wo gehst du denn lang? Oh, und guck mal, Apple, die Maske geht einfach über ihre Öhrchen drüber. Das stimmt. Oh, Hazel, du Quatschmacher, was ist denn hier los? Oh, das sieht richtig doll gut aus, aber sieht ein bisschen eher zusammengewürfelt aus. Aber du hast ja noch einen Versuch und dann kannst du noch mal was richtig Nices machen. Wir sind sehr gespannt. Hazel, was? Hazel, du siehst aus wie ein kleiner Roboter. Was ist das denn? Du bist so ein Minenarbeiter und... Moment mal, du musst wieder aufstehen. Elfie, was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Hazel... ist einfach so ein kleiner Roboter tatsächlich. Das sieht halt wirklich aus wie ein Roboter. Hä? Schläft sie auf einmal. Also bis jetzt, das ist schon echt nice. Das hat keiner gemacht bis jetzt. Oh, das stimmt. Ach Mann, was ist denn hier los? Aber das sieht wirklich so lustig aus. Oh, stimmt. Hazel, du hast einen richtig guten Job gemacht. Du kannst dich jetzt da auch wieder umziehen. Und dann sind wir auch schon fertig. Oh, epic. Ich weiß gar nicht, wer mir am besten gefallen hat. Also entweder das hier jetzt von Hazel oder das von Ente am Anfang. Aber ich glaube, Hazel, das hast du schon echt nice gemacht. Oh, das stimmt. Okay, warte mal, Epic, wer hat dir denn jetzt am besten gefallen? Also ich muss sagen, das Anzug-Outfit mit dem Astronautenhelm von Kira hat mir am allerbesten gefallen. Auch cool. Ich glaube, der kleine Roboter von Hazel war mein Favorit. Aber Leute, ihr könnt auf jeden Fall nochmal gerne in die Kommentare schreiben, welcher euer Favorit ist oder war. Weil ich meine, alle Kostüme sind sehr besonders. Wir haben ja so viel hier drin gehabt. Wir hätten hier auch nochmal so ein Kommissarkostüm. Moment mal, ich ziehe das mal ganz kurz an. Das sieht richtig doll lustig aus. Warte. Und zack. Guck mal, wie ich aussehe. Danke, was ist denn hier los? Ich bin der Kommissar. So. Hallo. Jetzt gibt's Ärger. Oder wir hätten hier sogar, guck mal, wir haben einfach so einen Schraubschlüssel. Was ist denn hier los? Oh Gott. Oh, so nice. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Kostüm euer Favorit war. Wir sind sehr interessiert daran, aber es gab so viele coole. Das stimmt. Oh, das war so nice. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.